Euromarkt feiert heuer ein zünftiges Oktoberfest, bei dem die Besucher ein Wochenende voller Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie erlebten. Am 7. Oktober eröffnete ein fröhlicher Frühschoppen das Fest, begleitet von den Klängen von Manuel Mascher. Die musikalische Unterhaltung war jedoch nicht das einzige Highlight. Die jüngsten Besucher konnten sich auf ein Kasperltheater, eine Hüpfburg, auf das Kinderschminken und das Basteln von Herbstbuttons freuen. Ganz dringend beim Kasperltheater, denn du jetzt gleich mal da hinein. Im tiefen Wald, da ist es kalt, da steht ein Haus. Da geht der Räuber rein und raus, der Kasperl kommt, hat ne Idee. Da rufen alle jung und alt ganz laut Juche. Der Kasperl, grüß dich, lieber Kasperl. Ja, servus Kinder. Oh, das freut mich aber, dass heute wieder mal ein paar Kinder da sind. Ich habe Buttons gemacht, ich war bei einem Kasperltheater und ich habe hier gehüpft. Und was hat dir am meisten Spaß gemacht? Alles. Am Nachmittag verwandelte sich der Euromarkt in eine Tanzparty, bei der Picasso und Nancy Sue für die richtige Stimmung sorgten. Warum ich da bin? Weil es mir gefällt, weil nette Leute da sind und der super Fotograf auch in der Gegend mal anführt. Aber es ist, das Wetter passt auch, also kann nicht schief gehen heute. Ja, eigentlich, ja, der definitive Grund ist die Sue einmal und ich komme eigentlich alle Wochen einmal zum Euromarkt. Es war ein unvergessliches Wochenende voller Freude, Musik und Aktivitäten für die ganze Familie. Der Euromarkt lud die Menschen dazu ein, das Oktoberfest mit ihnen gemeinsam zu feiern. Halli, Halli, Halli.